So, jetzt, meine Damen und Herren, ein Mann, auf den ich lange gewartet habe. Ich habe ihn noch nie bei mir in einer Sendung gehabt. Und ich bin sehr froh, dass er heute Abend hier ist. Eine absolute Legende. Ich bin ein Riesenfan von ihm. Heute Abend bei uns, meine Damen und Herren, der einzigartige Howard Carpendale. Das ist das, der wunderbare Howard Carpendale. Mein Gott, das ist ja... Okay, komm mal mit Zeit. Ja, das ist... Da muss man sagen, du ich freue mich riesig. Ja, ich freue mich auch. Das ist unfassbar. Da ist ja, nein, ist ja, das ist natürlich klar, weil da ist man natürlich direkt sympathisch. Ja, wenn man so spricht, ja, das ist so viel gestern, wenn man sagt, hallo, ich habe heute die kleine Musik, wie heißt du, Baby? Ja, da ist natürlich eine ganz andere Sache, ich freue mich riesig. Ja. Weißt du, was das ist? Nee, was ist das? Also, ich habe es gerade in Amerika gekauft, mein Sohn hatte Geburtstag und da habe ich ihm das gekauft. Und ich habe es mitgebracht für den Fall, dass du dich daneben benimmst. Aber was sonst, ist, was passiert denn? Was na, wenn du dich daneben benimmst, mach ich was damit. Was ist das? Ist das gefährlich? Ja, aber ich habe was drauf geschrieben, das ist, du bist so nett heute Abend, ich will es nicht zeigen, bis du dich daneben benimmst. Ja, aber ich benimm mich nicht daneben, aber ich würde es natürlich gern sehen, was ist. Du Pfeife. Ja. Okay. Was passiert? Bisschen dunkles, nein, passiert gar nichts. Nee, passiert dunkles nicht. Licht bitte. Bisschen dunkel. Dunkles Licht, und jetzt? Okay, jetzt geht's los. Hä? Kannst nicht lesen? Was? Kannst nicht lesen? Ah, das ist aber geil. Hä? Wie geht das denn? Nimm mal weiter, nimm mal weiter, dass man die Kamera sehen kann. Wegen Schwarzes. Ah, hinter dir, Mann, nicht mehr da. Ja, genau. Ja. Das ist ja, was ist das denn? Sensationell. Das ist ein neuer Gag aus dem Kann man da andere Worte rein? Auch kannst alles reinschreiben, was du willst. Ja. Alles reinschreiben, das ist ja sensationell. Ich habe ein super Cover noch mal zu Hause gefunden. Ich habe noch mal kurz in meinem Plattenschrank. Kennen Sie das hier? Ja. Hammer, oder? Das ist. Waren andere Zeiten, du. Das war. Ja, aber ich finde. Aber muss man nur ehrlich sagen, du siehst heute besser aus als damals. Das ist nicht schwer. Waren das deine eigenen Haare? Ja. So hast du die damals gehabt? Ja. Wollen wir nochmal die fleischfressenden Pflanzen füttern, Howard? Du, ich kann dir was Lustiges erzählen. Du hast mir gerade was beigebracht, aber das klingt unglaubwürdig. Was? Ich komme aus Südafrika, lebe in Amerika und, ja, und ich höre immer, wenn ich in Süddeutschland bin, oder es ist mir öfter passiert, dass ich will meinen Wagen starten und es geht nicht, weil irgendein Tier hat das Gummi durchgefressen. Ne? Ja. Jetzt habe ich meinen Kumpel in der Garderobe, weil du hast irgendwas mit einem Marder gemacht. Eine Marder? Hier, ich habe gesagt, so sehen diese Marder aus, die den Gummi im Auto fressen. Ich habe es nicht Echt? Gewusst, ich schwöre es dir. Noch nie gesehen. So sehen die mal, die fressen nein, Gummi im Auto? Nein, die sehen anders aus, sagt er mir. Aber so. Ich dachte, dass diese Hat kleinen... Hast du gedacht, diese kleinen? Nein. Das klingt ja ähnlich. Komm, wir füttern die nochmal. Hier, komm. Und los geht's. Na, komm, einen verhauert. Die reagiert hier nicht. Ich glaube, langsamer. Doch, langsam kommt sie. Man muss sie ein bisschen ich lassen. Ich meine, es heißt ähnlich, ne? Marder und Marder. Ach, Marder? Ach, ja, jetzt? Das meine ich. Oh. Kapiert, oder? Mann, jetzt! Ja, das Publikum hat's kapiert. Ja. Das Publikum hat's kapiert. Nur ja, ich habe die Sprichworte nicht verstanden. Right. Ja. Das ist ja richtig Deutsch lernen. Ja, ich möchte gerne ein Lied von dir spielen. Du willst ein Lied von mir spielen? Ich singe deine Lieder. Ich singe sie oft. Ohne Scheiß. Du Im Urlaub, das. Am Strand, mit der Gitarre. Ja, wirklich. Wenn du den Strand... Ein Front Refund mit leisem Ton. Sagt er, du weißt wohl schon. Ich kenne den Text. Du weißt wohl schon von Alice. Das ist der Original Howard Carpendale Nummer. Nicht wie sie vielleicht denkt. Und dann ist sie nachher so verhunzt worden mit. Ja, und es war so eine schöne Ballade. Ja? Aber in meinen Konzerten. Und ich rannte zum Fenster, schaute hinaus.
Ein Möbelwagen stand vor dem Haus. Dem Haus, hast du dem Haus gesungen? Ich glaube, dem Haus. Ja. Schöne Jahr, verdammte Rumreiserei. Ja, so ungefähr. Und dann? Ihr weiß nicht, wo sie hingeht, woran es liegt. Sie hat wohl ihre Gründe und es gibt mich auch nicht so. Doch seit ewiger Zeit lehn ich Tür an Tür. Will alles. Ja. Oh, fast. Ja, ja. Aber das ist wirklich eine schöne Nummer. Ich hab den. Du singst aber noch auf deinen Konzerten die alten Titel alle, oder? Viele davon, viele davon. Aber ich finde, die kann man auch noch alle singen. Die sind, ich meine, das ist immer diese Spagat. Natürlich, wenn ich ein Konzert gebe, möchte ich gerne sehr viel aktuelle Sachen machen. Das machen wir auch, aber die alten Titel singt man noch gerne, die sind natürlich dabei. Ja, weil viele. Du warst aber noch nie dabei, das ist schade. Was, wobei? Mein Konzert. Ja, Entschuldigung, ich komme gerne, du musst mich nur einladen. Gerne. Ja, aber ich habe echt Angst, dass ich auf der Bühne mit Höschen beworfen werde. Weil was bei dir an geschossen im Publikum sitzt, ist ja unfassbar. Die ganze Halle voll, die ersten 50 Reihen, nur blendend aussehende Frauen, oder? So ist es doch bei Howard Carpenter. Ja, stell mal vor, es wären Männer, ne? Das wäre schön. Ja. Nein, ich kann nicht meckern, also ist schön. Wann bist du wieder auf Tour? Eigentlich muss ich sagen, worüber ich sehr stolz bin, ich bin heute hier ohne was zu verkaufen. Ich habe kein CD im Moment. Das Einzige, was läuft, ist die Vorverkauf für Tournee nächstes Jahr. Also in 11 Monaten hat angefangen. Aber wann geht die Tournee los? Oktober 2003, also ein Jahr noch hin. Mhm. So lange muss ich noch warten, bis ich mit dir auf der Bühne stehe? Mhm, darf ich mitmachen, weil du spielst auch Köln Arena? Ja. Ja, da komme ich doch. Ja, da komm ich mit auf die Bühne und dann möchte ich gerne singen. Wir hatten Sonne und Sterne und die Dünen und das weite Meer. Und es war, als ob die Zeit ganz fest in meinen oder deinen Händen wäre. In deinen Händen. Ja. Es gab nur uns beide für mich. Ich wusste. Ich hatte dich. Genau. Aber ich wollte, kann ich nicht mal ein bisschen was Härteres singen? Ja, warum? Mal ganz kurz. Hast du wie? Geh mal, ey. Geht dieses Mikro? Ja, geht. One, two. Geht das Mikro? Ja, geht. Ja. Ja, weil ich meine, ich bin ein alten Elvis-Fan. Ja, ich auch. Well, since my baby left me, my only place to dwell is down at the end of Lonely Street. It's Heartbreak Hotel, oh baby. I'm so lonely, baby. You made me so lonely. You made me so lonely, I could die. Well, that boy keeps sounding, you should have found some room. A broken-hearted love is to cry over you, baby. You made me so lonely, baby. You made me so lonely. You made me so lonely, I could die. That's why I said. Howard Carpenter, meine Damen und Herren. Deine Keyboard, Wolfgang. Ja. Der Wolfgang war mein Keyboarder bei meiner vorletzten Tournee. Unser Keyboarder Wolfgang? Ja. Du hast mit Howard Carpenter eine Tour gespielt? Warum gibst du denn damit nicht an? alle geben hier an, unser Bassist, ich habe mal mit Chaka Khan eine Tour gespielt. Du hast aber unser Keyboarder auch mit Chaka Khan schon gespielt, oder? Ja, das ist ja internationale Band, das ist unfassbar. Das ist sehr gut. Ja, mit was für Künstlern die spielen. Hm. Ja, dass die solche Jobs bekommen, ohne sich zu waschen. Unfassbar. Der Wolfgang hat mit dir eine Tour gemacht, dann kennt er ja alle Lieder von dir. 99, ja? 99, ne? 99 was? Prozent oder 99 Lieder? 99 Luftballons. die 99er Tour. Zweite Hälfte, erste Hälfte gehen wir. Ja. Ist egal. Ja, dann freue ich mich. Ist das jetzt gebongt? Darf ich da. Du bist. Aber wir sagen nichts. Komm ich einfach raus? Nein, aber der Harald Schmidt kommt auch. Ist das okay? Hallo, können alle gerne kommen. Ja, klar. Alle willkommen. Okay. Ja, auch wenn sie nicht singen können, dürfen alle kommen. Hello again. Dieter Bohlen sagt, ich möchte dich heute noch sehen. 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 Ja. So. Okay, dann bedanke ich mich, dass du zu uns gekommen bist. Dankeschön.